Okay. Oh, mal schön. Das leckere Störtebäcker Bernsteinweizen. Oh. Rico, da freust du dir schon drauf. Alter, ey. Jute Bernsteinweizen. Oh, ey. Die gehört alle zum Sixer dazu. Sieht gut aus. So mein restliches Gesicht ist wieder davor. Fruchtig, spritzig. Ja, was mit spritzig gemeint ist, weiß ich noch nicht. Was dann im Mund ist oder dann erst noch Toilette anfängt mit dem Spritzchen. Das schneiden wir raus. Nee. Ja, naturbelassen und obergärig Hefeweizen mit Stammwürze von 12,9%. Genusstemperatur 10 Grad. Oh, 5,3% Weizenpilsener Braumalze verleihen eine kräftige Bernsteinfarbe und schaffen die Grundlage für die sich ankündigenden Fruchtaromen. Das werden wir dann mal schmecken. Warme Gärung sorgt für den satten Duft nach Bananen und roten Früchten sowie die kräftige Kohlensäure. Dezente Hopfung mit den Hopfensorten Perle und Smaragd lässt den Fruchtaromen die volle Entfaltung. Na, das sieht auf jeden Fall freundlich aus. Der arbeitet in Oranges. Ja? Wir haben ja das andere hier. Guck mal, sieht wirklich freundlicher aus. Es ist wirklich genau das gleiche Bild, aber sieht freundlicher aus. Ein bisschen heller ist. Also in der Flasche sieht es gut aus. Tipp in. Oh. Na, wo ist denn die rote Zora? Ich dachte, sponsert bei... Bei was? Christus. Also ja. Da haben wir doch noch gar nicht probiert. Na stimmt. Wir kriegen ja auch keine... Ja, weil die Köstritzer, die wollen ja unbedingt, dass wir das testen, deswegen schicken die uns ständig was. Ah. Okay. Oh, geh mal. Schön. Schön. Ja. Da hat doch einer, der das transportiert hat, zu viel gewackelt. Beim Fahrradfahren oder was? Spinnst du? Ich komm hier mit Lumpi. Wo ist denn jetzt hier? Ich hab's ja hin. Da hab ich dir hinten in die Partei eine Wichsrolle. Ach, und für immer findest du das, ja? Ey. So, dauert jetzt ein bisschen. Da ist was drauf diesmal. Ja, sag dir doch. Fledermäuse sind das, oder? Du wusstest ja, dass du kleckerst. So. Was kleckert? Also auf jeden Fall schäumt das. Ja. Kohlensäure ist drin. Hast du ja auch vorgelesen. Naja. Das ist eben schäumt. War jetzt also, der Beweis. Man hätte es erwarten können. Also ganz ein guter Eingießer, du hast es gelernt, du müsstest es wissen. Ganz wichtig, man muss ja den Leuten mal zeigen, wie es nicht geht. Ne? Das heißt, wenn man ein bisschen zu viel unterwegs war, bei... Das liegt nicht an mir. Das Kellerbier hat auch nicht schäumt. Das Kellerbier kam ja auch aus dem Keller. Oh. Hm. Der Schaum ist ziemlich schnell weg. Wir gucken nochmal, wie schnell der Schaum weg ist. Nein! Wieso denn nicht? Der Schaum ist optimal. Der ist so optimal. Passt. Also die Farbe ist super. Schön klar. Schöne goldgelb. Fast ins Orange gehende Farbe. Die Farbe ist wirklich gut, ja, stimmt. Ja, der Schaum ist so. Der Schaum ist kacke. 5,3 Volt. Nicht, dass die gleich umkippst, sondern. Oh. Alter! Das riecht ja okay dolle, oder? Jetzt riecht es aber dolle gut. Wie findest du? Jo. Prost. Mhm. Na, gut. Oh. Naja. Boah. Naja, Bernsteinweizen. Boah, Alter. Also du, ich hab gleich eine Zahl im Kopf gehabt, ja, und da bin ich auch nett. Ne? Also, ich sag dir eins, entweder, also ich hatte erst eine 3 oder eine 2. Alter. Alter, ohne Scheiße. Scheiß. Also ich mag weder Bernstein noch dieses Weizen. Und Bernsteinweizen, das ist bald wie Kristallweizen, das taucht dir die Zunge weg. Und meine Leber, Junge, was meinst du, was die macht? Gut, dass du es nie siehst, ey. Die dreht sich im Kreis. Ich würde eh nur an Höhepunkt gehen, einfach. Ich möchte jetzt auch nicht weiter trinken. Ich würde so wegkippen wollen, ja. Gut. Ein paar Schluck nehme ich schon, ja. Gut, dann sind wir aus Kulanz bei 2 Punkten. Nein. Das rumort jetzt dann schön. Ich glaube, ich muss hier auf Klo. Ich will... Okay, einen Punkt. Ja, gut.
austrinken oder wegkippen. Ich furzke, Alter, dann ist es so. Also ich sag jetzt nicht mehr. Mann, ey, scheiß dir doch ein. Uwe? Ja. Ist jetzt echt nicht das Schlechteste, was ich getrunken habe, aber... Was? Ja, gibt noch schlechtere. Also für meinen Geschmack, ja, aber nee, tut mir leid, ich... nee. Nee, das kann ich nicht. Blech, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja, was soll man dazu sagen? Die Scheiße nicht aus. Eben haben wir noch was anderes dazu mit der Spülen von derselben Brauerei. Ja. Gut zum Video. Tut uns leid, Störtebäcker. Geschmäcker sind verschieden. Das, nee. Was sagt man bei den Piraten? Kiel holen. Kiel heilen oder was? Kiel holen. Ach so, Kiel holen. Ah. Das Bier oder was? Über die Planke mit dem Bier, ja. Gut, ich gehe schon mal das Glas ausspülen. Ja, auf dem Weg dahin kannst du uns gleich das nächste Bier zeigen, denn. Ja. Ich hätte nicht den Pilsen an. Das nächste ist das hier. Das ist das Atlantik-Öl. Stürmisch, frisch, herb. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bitte, das Allerwichtigste am Bier trinken ist, dass ihr diesen Kanal abonniert. Also, abonnieren. Und das alles. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Yes. Bis demnächst.